mit dem Windpark Großer Wald ist, glaube ich, mit 16 Megawatt Nennleistung wirklich das Meisterstück gelungen. Und als ich das gesehen habe, ja, so hoch vor so einem großen Windrad bin ich noch nie gestanden. Bürgerwindpark Großer Wald. Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat am 13. November den leistungsstärksten Bürgerwindpark von Baden-Württemberg offiziell in Betrieb genommen. Der Bürgerwindpark Großer Wald zwischen Hettingen und Rinsheim soll mit seinen 5 Anlagen jährlich Strom für 7000 Haushalte erzeugen. Es ist aber auch ein besonderer Tag für das Land Baden-Württemberg, für die Bioenergieregion Rhondor-Odenwald-Tauber. Und auch für den Neckar-Odenwald-Kreis. Denn mit der Inbetriebnahme der Anlage wird der Landkreis wieder die Nummer 1 im Land beim Eigenversorgungsgrad durch erneuerbare Energie. Der Landrat dankte vor allem den Hauptinitiatoren des Windparks, Uwe Steif und Bernd Brunner. Er bezeichnete diese beiden Unternehmer als die Pioniere in Sachen Windenergie im Neckar-Odenwald-Kreis. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Kretschmann, Ihren Besuch werden wir als Hoffnungsschimmer für die Bürgerenergiewende. Der Große Wald ist bereits der 6. Bürgerwindpark, den die Firma Windenergie S&H GmbH errichtet hat. Rund 270 Bürger und 7 regionale Energiegenossenschaften haben insgesamt 7 Millionen Euro Eigenkapital eingebracht. Insgesamt hat der Windpark 25 Millionen Euro gekostet. Steif lobte besonders die Zusammenarbeit mit Anliegern und Behörden. Man kann allen Beteiligten wirklich nur für die hohe Sachlichkeit, egal Naturschutz, Forst, alle nur ganz große Dank aussprechen. Es war eine perfekte Zusammenarbeit. Auch wenn in den Reden Kritik an der möglicherweise bevorstehenden Änderung des Erneuerbare-Energie-Gesetzes geäußert wurde, so überwog im Großen Wald die Freude über ein gelungenes Projekt. Es ist einfach toll, habe ich jetzt so gar nicht mehr auf den Film gehabt, wenn man zur Champions League kommt. Ja, zur Stadt Neckar-Odenwald-Kreis. Das ist einfach eine tolle Sache. Champions League jetzt zu sein, vielen Dank, ich bin gerne getroffen. Los!